Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Schulungsvideo. Heute befassen wir uns mit der Navigation über Funkfeuer. Schauen wir uns mal diese typische Arrival-Karte an. Wir versetzen uns in die Situation eines Flugschülers, der nach Anweisung seines Fluglehrers aus größerer Entfernung einen Anflug auf den Flughafen Hannover machen soll. Der Fluglehrer gibt uns folgende Anweisung. Kümmern wir uns erstmal um den ersten Teil der Aufgabe. Fliegen Sie in 4000 Fuß auf dem 40 Grad Radial von Osnabrück zum Knotenpunkt Wiski. Hier sehen wir das Osnabrück VOA und das ist der Knotenpunkt Wiski. Was ist überhaupt ein VOA-Funkfeuer und was sind Radiale? VOA steht für VHF Omnidirectional Radio, was so viel wie VHF-Drehfunkfeuer heißt. Diese Funkfeuer senden Leitstrahlen auf den sogenannten Radialen, die, wie man hier sieht, in die verschiedenen Himmelsrichtungen zeigen. Es gibt für jedes Grad des Vollkreises ein Radial. Wir sollen nun auf dem 40er Radial von Osnabrück weg Richtung Knotenpunkt Wiski fliegen. Der Name des Radials entspricht also der Gradzahl des Leitstrahls, mit der er vom VOA weg bzw. zum VOA hin zeigt. Wiski liegt auch genau auf dem Radial 295 des Leinefunkfeuers. Je nachdem, ob wir uns vom Funkfeuer weg oder auf das Funkfeuer zu bewegen, kann das 40er Radial auch das 220er Radial sein. Man spricht auch vom Inbound, also vom zum Funkfeuer hinzeigenden, und Outbound, vom Funkfeuer wegzeigenden Radial. Der Knotenpunkt Wiski liegt nun genau da, wo sich das 40er Outbound-Radial von Osnabrück und das 78er Inbound-Radial von Nienburg kreuzt. Hier nochmal unsere Anweisung. Auf dem Navigationsgerät 1 stellen wir das Funkfeuer von Osnabrück, auf 2 das Funkfeuer von Nienburg ein. Der praktische Teil beginnt nun dort, wo das kleine Flugzeug ist. Schauen wir nun auf das Navigationsinstrument 1. Am Drehknopf links unten stellen wir die Gradzahl des Radials, auf dem wir fliegen möchten, ein. Hier 40 Grad. Wir sehen, dass sich der senkrechte Balken bewegt und können ihn uns als Strich des 40er Radials auf unserer Anflugkarte vorstellen. So sehen wir gleich, dass wir uns momentan rechts vom Radial befinden. Deshalb korrigieren wir, indem wir weiter nach links steuern. Ich mache das hier mit dem Autopiloten, damit wir uns ganz auf die Navigation konzentrieren können. Währenddem wir uns nun dem Radial 40 nähern, rastet sich auf dem Navigationsinstrument 2 die Frequenz vom Nienburg VOA. Und wir sehen schon, auf dem zweiten Navigationsinstrument tut sich was. Da der Knotenpunkt Wiski dort ist, wo das 78er Nienburg-Radial das 40er Osnabrück-Radial schneidet, stellen wir hier die 78 Grad des Nienburg-Radials ein und können dann genau sehen, wann wir diesen Punkt erreicht haben. Nämlich durch das in die Mitte wandern des weißen Balkens. Nun haben wir wieder Zeit, uns der Kurskorrektur zum 40er Radial hin zu widmen. Der senkrechte Balken des oberen Navigationsinstrumentes wandert jetzt in die Mitte. Ich stelle meinen Kurs am Autopiloten wieder auf 40 Grad.
Nanu, wir entfernen uns wieder vom Radial nach rechts. Wie kommt das? Wir haben offensichtlich Wind von links und müssen nun mit einem sogenannten Vorhaltewinkel etwas mehr links steuern, um auf dem 40er Radial zu bleiben. Wie stark wir links steuern müssen, hängt von der Windstärke, der Windrichtung und vom Kurs ab. Einfach mal ausprobieren. Ich nehme mal 5 Grad, stelle also den Kurs auf 35 Grad. Man kann natürlich auch den Autopiloten statt auf Heading auf NAV stellen, dann regelt der Autopilot den Vorhaltewinkel. Das hat aber auch Nachteile. Ist man nämlich bereits sehr nah am VOA, kann es sehr starke Steuerausschläge des Autopiloten geben. Es gibt natürlich Tabellen und Formeln, mit denen man den Vorhaltewinkel ausrechnen kann. Solltet ihr mal einen realen Flugschein machen, werdet ihr das noch ausgiebig lernen dürfen. Wenn wir mal genau hinschauen, können wir auf jedem Instrument einen kleinen weißen Pfeil erkennen. Dieser zeigt uns, ob wir uns auf einem Outbound oder einem Inbound Radial befinden. Der Balken des unteren Navigationsinstrumentes erreicht jetzt die Mittelstellung. Wir sind nun am Knotenpunkt Whiskey.